Hallo, ich bin der Peter und ich möchte heute mal mit dir die Frage vorgehen: Wie sieht das eigentlich aus? Gehst du in deinem Leben eigene Wege? Bist du komplett auf dich alleine gestellt und schaffst du das auch? Weil viele, die sehen diese Situation gar nicht, die sind grundsätzlich auf andere Personen angewiesen. Und wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt und dir sagst, bei mir ist es auch so, weil du jetzt mal hinterfragt hast, wie das insgesamt aussieht, dann kann ich dir mit auf den Weg geben, das ist gar nicht gut, einfach mit dem Hintergrund, weil du niemals irgendwelche wichtigen Sachen für dich alleine bewerten und entscheiden kannst. Und irgendwann wird mal der Zeitpunkt kommen, da hast du nicht mehr die Möglichkeit, dass andere an deiner Seite sind, die werden irgendwann mal weg sein. Das kann morgen sogar schon sein, dass irgendeine Person aus deinem Leben wegtritt. Und dann musst du dir im Klaren darüber sein, wie ist das? Alles, was bislang mit anderen zusammen gewesen ist, wie das ist, wenn es alleine ist. Und das ist eine Entscheidung, die kannst du jetzt natürlich für dich überlegen, aber du musst die irgendwann mal treffen. Und erst wenn du das gemacht hast, bist du auch erwachsen und selbstständig und hast Handlungsvollmacht in deinem Leben. Und das ist etwas, das ist bei vielen noch gar nicht angekommen, aber du hast nichts davon, wenn du immer und immer wieder mit anderen Menschen zusammen was machst, die dich beeinflussen. Und letztendlich sind die irgendwann mal weg. Denke daran, mach dir das bewusst. In diesem Sinne, bis dann.